Eine der ersten Aufgaben ist es in einer Therapie, dass wir uns eine sogenannte Triggerliste erstellen. Du hast sicherlich schon davon gehört oder sogar hast du schon einen. Aber eine Triggerliste zu erstellen ist gar nicht so ohne und es kann sogar gefährlich sein für uns. Und darüber möchte ich heute sprechen. Was ist das Ding überhaupt? Hat es irgendwie so einen Standard aus? Führung oder eine Standardfassung von Trigger und was kannst du damit erreichen? Wie kannst du dann eben mit Trigger auch umgehen? Ja, viel Spaß dabei. Ich heiße Gabriela Riss, bin psychologische Berater und selbst von KPTBS betroffen und ich freue mich jetzt auf dich. Eine Triggerliste, eine Trauma-Triggerliste, erstellen wir mit der Zielsetzung, dass wir dessen bewusst werden, welche Ereignisse oder Situationen oder, ja, das können genau Geräusche bis zu ja, Erlebnisse sein, die uns dazu bewegen, und zwar willkürlich bewegen, ein traumatisierendes Ereignis oder Erfahrung, was wir schon mal hatten, aufs Neue zu erleben. Und diese Trigger wollen wir letztendlich ja, transparenter machen. Wir wollen sie mal vielleicht auch sammeln und zusammenschreiben, damit dann langfristig vielleicht auch ausmerzen, weil dadurch, dass wir dessen bewusst sind, welche sind sie denn, dann können wir kontrollierter damit umgehen, wenn so ein Trigger ja, sich anbahnt oder auch plötzlich da ist. Und das hilft uns natürlich. Es muss uns aber klar sein, dass wenn ich eine Triggerliste erstelle, dass das an sich ja schon eine Traumakonfrontation ist. Und über Traumakonfrontation habe ich ja schon in einem anderen Video einiges gesagt und da findest du auch nochmal weitere Hinweise, ob eine Traumakonfrontation gut ist oder nicht gut ist für uns und welche Faktoren damit eine Rolle spielen, ob du dich dann eben ja, für eine Konfrontation entscheidest oder nicht. Weil wir wissen, dass eine Traumakonfrontation uns letztes Endes in eine Dissoziation führen kann oder dass wir aufs Neue schon eben schreckliche Sachen erleben, ist gut zu überlegen, in welcher Form und wie man so eine Triggerliste erstellt, auch zu welchem Zeitpunkt. Und erster ist natürlich der Zeitpunkt. Also bin ich überhaupt schon in der Lage und bin ich stabil genug, dass ich zumindest darüber nachdenke, naja, in welche Situationen zum Beispiel werde ich dazu gezwungen, sozusagen, ja, durch diese Erinnerungen, dass ich aufs Neue dieses traumatisierende Erlebnis oder Ereignis durchleben muss. Wie gesagt, es muss gewährleistet sein, dass du in einer Verfassung bist, wo du sagen kannst, dass du eine recht gute, stabile Regulation hast. Also das bedeutet, dass du eben im Moment zum Beispiel nicht besonders stressige Zeiten ausgesetzt bist oder dass du auf jeden Fall eine soziale Bindung hast, welche für dich da sein kann. Und wo du auf jeden Fall nicht gerade psychotisch oder auch häufig dissoziativ bist. Wenn das vorhanden ist und entweder für dich selbst oder im Rahmen einer, ja, einer Therapie, aber beginnst so eine Liste zu erstellen, dann hast du auf jeden Fall schon mal Erfahrungen gesammelt mit Wiedererleben von Traumata, die ja auch in verschiedene Formen eigentlich passieren können. Häufig wird darüber gesprochen, dass wir eben durch Situationen oder durch einen Menschen getriggert werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Trigger sind an sich unberechenbar. Also ich kann ja sehr gern eine Liste anfertigen. Ich kann die Liste vielleicht vermutlich vollständig machen. Wirst du merken, dass
letztes Endes alles auf der Welt uns triggern kann. Du kannst nämlich nicht vermeiden, dass du plötzlich einen unbekannten Menschen kennenlernst und der oder die dir gerade eine Geschichte erzählt, worin plötzlich ein bisher für dich nicht bewusst ja existierender Trigger hochkommt und du dann plötzlich an dein eigenes Trauma erinnert wirst. Wenn das uns bewusst wird, dann macht ja diese Liste, dann macht es Sinn, diese Liste so anzufertigen, dass wir dessen bewusst sind, dass es nie letztendlich vollständig sein wird, aber dass ich auf jeden Fall grob mal weiß, dass zum Beispiel gerade, naja, Situation, wo zum Beispiel lauter Streit ist oder sowas, ja, dass es mir nicht gut tut. Oder wo ich weiß, naja, also wenn in der Arbeit schon wieder 20 Stunden Überstunden hatte die Woche, dass es einfach ein absoluter, ja, Risikofaktor ist, dass mein Zustand wieder sich verschlechtert und dass es eine massive Stresseinwirkung ist, was mir nicht gut tut. Also, dass ich mir gewisse Trigger letztendlich wirklich sammel und weiß, die sind auf jeden Fall, also du kannst dir letztendlich eine Liste machen über Trigger, die du weißt, dass sie auf jeden Fall schaden und nicht gut tun. Und aber dessen oder währenddessen für dich das so abspeichern, dass du dessen bewusst bist und du weißt, dass letztendlich deine Liste leider nie vollständig sein wird. Ja, jetzt nochmal, was kann dich letztendlich triggern? Also triggern kann dich natürlich eine Situation, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, wo dann typischerweise vielleicht mehrere Menschen oder auch nur mit einem bestimmten Geschlecht zum Beispiel, ja, zusammenkommen, die ja dich an eine frühere Situation erinnern und an eben so ein traumatisierendes Ereignis. Aber es können auch Personen sein. Also entweder konkrete Personen oder sich ähnelnde Personen. Für gerade emotionale Flashbacks ist es sehr typisch, dass zum Beispiel emotionale Zustände Trigger sein können. Das kann zum Beispiel Traurigkeit sein. Es kann zum Beispiel ein enttäuschender Moment sein. Es kann aber sein, dass von jemand eine Handlung ist, die zum Beispiel typischerweise im Gesicht, also zum Beispiel Mimik, oder von jemand der Blick. Das ist unglaublich, wie oft das vorkommt, dass du gar nicht weißt, wo das alles herkommt, aber sogar mit einer vertrauten Person oder zum Beispiel in der Schule, dass du mit jemandem zu tun hast und plötzlich guckst genauso wie der Täter oder die Täterin von früher, was dich unweigerlich in einem ja, Gesamtzustand versetzt oder sogar in Dissoziation, was natürlich ja, das Wiedererleben von deinem Traumata letztendlich auslöst. Jetzt waren wir schon gerade dabei, also auch Emotionen können ja uns triggern und die kannst du auf jeden Fall bewusst mal sammeln, weil wir ja gewisse Anzahl an, ich sag mal, Hauptemotionen und Gefühle haben und dann kannst du auch nochmal auf Forschung gehen oder Entdeckungstour, welche Bedürfnisse denn hinter diesen Emotionen sind. Weil so könntest du zum Beispiel auch ja, Bedürfnisse zum Beispiel als Trigger bewusst aufschreiben und wobei du dann weißt, naja, wenn diese Emotion kommt, dann ist ja immer ein Bedürfnis dahinter, die, welches du ja erfüllen kannst. Ein Bedürfnis, welches du ja erfüllen kannst, dann könntest du letztendlich auch die Emotion sehr gut kontrollieren und in Hand haben. Ein Beispiel dafür, dass wir das Bedürfnis haben, anerkannt zu sein und dass wir wertgeschätzt werden. Und wenn es nicht passiert, dann sind wir verletzt. Also sobald du dich zum Beispiel verletzt fühlst, dann hat es immer mit einem Bedürfnis zu tun, dass du wertgeschätzt werden möchtest. Und in diesem Sinne kannst du auch langfristig daran arbeiten, dass du von diesem
Wertschätzung von außen nicht abhängig bist, sondern dass du diese Bedürfnisse für dich selbst erfüllst. Also du selbst an deinem Selbstwert arbeitest und so dadurch letztendlich nicht darauf angewiesen bist, Anerkennung von außen zu bekommen. Und so ist auch die Chance immer geringer, dass du letztendlich diese Verletzlichkeit und dieses Verletztsein, das Gefühl dann erlebst und das dich triggern kann. Dann, was kann uns sonst noch triggern? Ganz klar, unsere Gedanken. Das ist, glaube ich, schon sehr lange, dass es letztendlich bekannt ist. Und positive Psychologie ist zum Beispiel eine der Tools, was man sehr häufig anwendet oder was wir anwenden können und wo du vielleicht gezielt auf deine Gedanken achtest und sobald du auch registrierst und achtsam das feststellst, dass zum Beispiel dein Grübeln abdriftet, dann liebevoll diese Gedanken wahrnimmst und in eine andere Richtung dann weiterdenkst. Also unsere Gedanken können wir schon steuern. Das ist uns mittlerweile gegeben. Und wenn du bewusst damit umgehst, dann kannst du sehr viel bewirken. Und klar, wenn Gedanken bzw. Gehörtes von außen kommt, das ist schwieriger zu kontrollieren. Also ist egal, wo du unterwegs bist oder arbeitest oder Menschen begegnest oder im öffentlichen Verkehr, ja, kann immer was passieren. Es kann auch in einem Musikstück was hochkommen. Damit kannst du weniger Kontrolle ausüben, aber dennoch kannst du das beeinflussen, wie viel zum Beispiel ja aus der Welt zu dir durchlässt. Also wie viel zum Beispiel Fernseh schaust, wie viel Radio du hörst, welche Nachrichten du bewusst auswählst oder nicht und welche Art von Geschichten oder Filme du für dich guckst oder Bücher liest. Also da kannst du auf jeden Fall sehr großen Einfluss auf dich nehmen. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist natürlich, dass wir durch unser Körper getriggert werden können. Das ist ja fast, also vielen nicht bewusst. Es ist aber sehr, sehr wichtig, weil auch unser Körper Trauma letztendlich abspeichert und auch diese Energie von damals, Energie von Gefühlen zum Beispiel, ja, wie ich bin verlassen oder machtlos. Und diese Gefühle sind immer auch mit Energie in unser Körper, in unsere Muskulatur und so verbunden. Und wenn wir die dann nicht später auch nach außen lassen, dann können ja ganz typischerweise für Entwicklungstrauma, Somatisierungen, also wirklich körperliche Erkrankungen entstehen, wie chronische Schmerzen. Ganz typisch, ne, mit Wirbelsäuleerkrankungen bzw. Muskulatur, also wo ständige Rückenschmerzen gibt oder Kopfschmerzen, Migränenattacken. Das sind auch ganz typisch, die durch dann einen Trigger oder vielleicht anbahnende Trigger und Stresssituation dann diese eben diese wirklich spürbare, ja, das sind reelle Schmerzen auslösen. Also, das bedeutet, dass auch unser Körper kann uns triggern. Da kannst du auch mit der Zeit, wenn du achtsam bist, auf die Entdeckungsreise gehen. Du musst es nicht forcieren. Aber ich denke, je achtsamer du sowieso im Alltag ja, unterwegs bist und dich so bewegst, umso mehr wird dir auffallen. Und dann kannst du ja deine Liste gerne ergänzen oder auch einfach für dich nur bewusst abspeichern. Und dann weißt du, dass, naja, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr müde bin, ja, und diese Erschöpfungserlebnis oder Erschöpfungszustand, was du erlebst, dich zum Beispiel auch schon traurig verstimmt, dann weißt du, dass, okay, diese zwei Zustände sozusagen, also ein körperlicher ja, Erschöpfungszustand, dich dann traurig macht, also auch auf deine Gefühle und Emotionen auswirkt, dann kannst du nachhaltig natürlich dafür sorgen, dass diese Erschöpfungszustände nicht mehr vorkommen oder zumindest auch nicht in der Tiefe vorkommen, die dich dann halt triggern. Also das heißt, je mehr wir uns selbst auch kennenlernen, umso besser können wir
mit uns umgehen und auch mit unseren ja, Zustände, Empfindungen, Gedanken und letztendlich auch mit unserer Umwelt und Umfeld. Und je bewusster du auch dein Umfeld auswählst, dazu gehören auch dein Arbeitsplatz, deine Kollegen, Kolleginnen, deine Freunde natürlich, also dein soziales Umfeld, aber auch, naja, Partnerschaften. Ja, also welche Art von Menschen lässt du in dein Leben? Und tun denn die Handlungen, Gedanken und auch Gefühle, die dein Partner dir zum Beispiel vermittelt oder in dir erweckt, gut oder nicht? Oder sind sie eher Trigger? Also da kannst du viel, viel bewusster damit dann umgehen und in deinem Leben ja das Schöne sozusagen heranziehen und dein Leben an sich auch schöner machen. Ja, so viel jetzt zu Trigger. Und nochmal zu deinen Triggerliste. Kannst du gerne auch so eine Gruppierung darin machen, wo du sagst, okay, das sind mein Körper, Körperzustände, also körperliche Trigger oder wenn ich Schmerzen habe, also wirklich körperliche Schmerzen, dass ich dann dazu zum Beispiel Angst entwickle. Ja? Also welche Emotionen werden dadurch auch dann noch zusätzlich ausgelöst. Und dann kannst du vielleicht auch eben deine Gedankenliste separat drunter machen, Emotionenliste dazu machen oder Situationen kannst du sammeln oder auch Personen. Und ja, je mehr und vollständiger das ist, umso achtsamer bist du ja in deinem Leben durchlaufen. Und je besser dein Umgang mit all dem ist, desto schöner und ausgeglichener ist dein Leben. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn du Fragen hast, sehr gern. Und nicht vergessen, zum Online-Trauma-Kongress kostenlos anmelden. Wir haben fast 50 Experten schon, die sich angemeldet haben. Das wird eine wahnsinnig tolle Veranstaltung sein, Anfang Oktober. Und ja, wenn du Beratung vielleicht brauchst oder eine Begleitung, bin ich als traumasensitiver Coach auch für dich da. So, dann bis sehr bald und alles Gute, alles Liebe, Gabriela.